einfach ein ganzes Haus auslöschen. Und ganz besonders nicht unseres. Das fällt in der ganzen Nachbarschaft auf. Ich hab's doch gar nicht ausgelöscht. Ich hab's einfach verschwinden lassen. Das ist wie eine Reinigung, nur viel gründlicher. Mit der Treppe hat's leider nicht geklappt. Okay, lass dir was einfallen, wie wir den Fluch aufheben können. So wie bei mir. Und zwar schnell. Es gibt keine Regel. Als du gesehen hast, wie bestürzt Glenn war, hat der Schock dich aufgeweckt. Dann gibt's doch eine Regel. Wir müssen ihr einen Schock versetzen. Versuchen wir's. Piper? Wo ist Phoebe? Phoebe? Keine Ahnung. Sie ist doch vorhin mit dem Truthahn ins Haus gegangen. Truthahn? Hör zu, Piper. Du hast das Haus verschwinden lassen und Phoebe gleich mit. Nein, das kann nicht sein. Oh, doch. Nein, ich würde doch nie... Phoebe? Phoebe! Oh mein Gott, was habe ich getan? Du musst den Zauber umkehren, jetzt sofort. Aber ich weiß gar nicht wie. Dann sollten wir am besten alle verschwinden. Ich weiß nicht, wie wir das jemandem erklären sollen. Du kannst es, Piper, das weiß ich. Ja, ist das Objekt auch noch verschwunden, wird es jetzt erneut gefunden. Alles bleibt, was einen verleibt. Wow, sehr gut. Ist das ein Brautkleid? Das fällt dir erst jetzt auf? Phoebe! Nicht!